Das Jubiläumsjahr des Kempark neigt sich dem Ende. 100 Jahre Werk am Rhein wurden gefeiert. Klein und groß, mal im Werk, mal im Nachbarschaftsbüro Kempunkt, mal auf den Bühnen der Stadt Dormagen. Immer aber in Partnerschaft und in der Mitte der Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt mit einem Roundtable-Gespräch der Neuss-Grevenbrocher Zeitung. Wir bereiten eine Sonderveröffentlichung, eine Beilage vor, die am 30. Dezember in der Neuss-Grevenbrocher Zeitung erscheinen wird und dann eben dieses Jubiläum in Geschichte, aber auch im Ausblick auf die Zukunft beschreiben wird. Kempark-Leiter Lars Friedrich und die vier Standortleiter von Bayer, Covestro, Lenxess und Alaxeo stellen sich im Nachbarschaftsbüro Kempunkt zu Interview und Diskussion. Es ist unser drittweltgrößter Standort und dementsprechend ist es halt sehr, sehr, sehr wichtig. Wir sind mit 4 Business Units vertreten und auch noch mit unserem globales Innovationscenter für die Hochleistungskunststoffe. Mit dem geballten Fachwissen der chemischen Industrie wird auf die Vergangenheit des Kempark Dormagen geschaut und über die gegenwärtige Produktion im Werk gesprochen. Ganz im Sinne der Erklärkampagne, was hast du davon? Ja, unsere Produkte tragen zum Wohlbefinden der Gesellschaft bei, machen die Welt lebenswerter für die Bevölkerung. Ob das im Leichtbau von Automobilien ist, ob das in der Isolation, Wärmedämmung ist, sind aber auch die Personalausweise beispielsweise, die jeder von uns in seiner Tasche tragen sollte. Die Produkte und ihr Wert für die Menschen in der Region sind ebenso Thema wie Berufsbilder, Produktionsprozesse, Wirtschaftskooperation, gesellschaftliche Verantwortung und Zukunftsperspektiven. Große Übereinstimmung bei den Chemieparkpartnern, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Standorts Dormagen geht. Das sind die Themen, die unsere Mitarbeiter und auch die Nachbarschaft interessiert. Wie können wir die Infrastruktur weiterentwickeln? Wie können wir die Investitionen am Chemiepark weiterentwickeln? Ich glaube, wir haben da alle gemeinsamen Geist, nach vorne zu blicken. Also Dormagen ist für Bayer Crop Science der wichtigste Standort. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Investitionen, die wir ja tätigen, nachhaltig sind. Und deshalb haben wir in den letzten 4-5 Jahren auch 400 Millionen investiert. Und dieses Geld führt eben dazu, dass wir hier moderne Anlagen haben, die für eine weltweite Produktion ideal geeignet sind. Die Unternehmen des Kempark sehen sich nicht als Konkurrenten in der Produktion. Im Gegenteil, es besteht eine sehr gute Kooperation. Nur im Wettbewerb um gute Arbeitskräfte gibt es eine Konkurrenz. Wir haben vielfältige Beziehungen zu anderen Unternehmen am Standort. Rohstofflieferungen liefern auch wiederum Rohstoffe für andere Unternehmen. Das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, um kostengünstig zu produzieren und langfristig wettbewerbsfähig im Weltmarkt zu sein. Deswegen ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil des Standortes. Und deswegen wird auch in 25 Jahren Dormagen ein sehr wichtiger Standort sein. Einheit in Vielfalt mit 37 Unternehmen am Standort Dormagen. Das sind moderne Strukturen, wo man sich klug vernetzt und Innovation im Verbund umsetzt, um zukunftsfähig zu sein. Und so zieht auch der Kempark-Leiter am Ende des Abends ein positives Fazit. Der Roundtable heute mit 100 Jahren hat vielleicht erstmal ganz viele Kunden eingebunden und gezeigt, wie Dormagen lebt und wie viel investiert wird. Das ist ein tolles Signal für den Standort Dormagen und gleichzeitig auch eine Basis für die Akzeptanz des Kemparks in der Bevölkerung, die besteht im Grunde aus Investition, Sicherheit und Integration in die Dormagener Stadtwelt. Das komplette Gespräch zum Jubiläum 100 Jahre Werk am Rhein erscheint als Silvester-Sonderbeilage in der Neuss-Grevenbrocher Zeitung.